Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel der Boys Stars Tourism Championship. Und wir sind heute angelangt in Gruppe D. Debidora, drittes Spiel hier am heutigen Abend. Und wir haben das Spiel zwischen NN Gaming und Shave. Das Team mit Nizza und Nick gegen das Team mit Shave und mit Louis. Das sind die vier Spieler, die jetzt hier im dritten Spiel des heutigen Abends antreten. NN Gaming, Nizza auf jeden Fall ein bekannter Spieler. Die anderen drei würde ich sagen noch nicht so bekannt, hier zumindest bei allen Dingen, die wir machen. Nizza kennen wir aber. Und deswegen schätzen wir Nizza natürlich jetzt auch als Favoritenteam ein. Aber wir werden abwarten müssen, was uns Trainer hier aus dem Team Shave zeigen können. Und die gehen jetzt auch schon in die erste Runde, sehe ich gerade. Gutes Timing, wir gehen rein. Runde 1, Volltreffer, Bug die Map, die Brawler kommen, wir sind bekannt. Wir sehen wieder eine M-Spending zum Beginn und diesmal gleich hier vom Team NN Gaming. Rosa und Burg. Backer-Hit von Nizza. Wie eine gute Kombi. Sie haben eine sehr gute Kombi. Da kann die Rosa natürlich aggressiv gleich reinlaufen, den Bass spielen und Nick macht das 1-0. Und Nick macht hier das 1-0. Das ging schnell hier in diesem ersten Spiel. Ging jetzt immer sehr schnell das erste Tor. Liegt meistens wahrscheinlich auch an den Comps, die gespielt werden. So, Nick geht wieder aggressiv hier mit Rosa rein. Diesmal kann Nizza aus dem Hinterhalt das Tor machen. Und ich weiß gar nicht, ob die umgeschalten hat. Ich hoffe schon, wenn nicht, ist auch nicht, ist nicht so schlimm, weil ja, das war ein schnelles 1-0 hier. Das war ein gutes 1-0 hier von Nick und Nizza. NN Gaming mit einem starken Start hier rein in diese Partie. Das war ein sehr, sehr guter Start hier für die beiden. Und da sehen wir auch gleich die rosa Burg-Kombi, die sehr, sehr stark natürlich auch ist in diesem Matchup auf Volltreffer-Bug. Auch wenn die Map offen ist, rosa ist schon ziemlich stark. Und somit steht sie gleich mal 1-0 für Nick und Nizza sehr früh in diesem Match. Runde 2. Wir haben also eine M-Spending-Kampf gesehen, wir haben eine Borg-Rosa-Kampf gesehen. Wir könnten noch Luko, die hatten wir jetzt noch gar nicht gesehen. Nita-Tick und auch noch Spike Karl haben wir. Und Spike Karl auch sehr beliebt gewesen bis dato. Nur Loon Cold haben wir noch nicht gesehen bis jetzt in dieser Championship, aber mal schauen, ob es jetzt ändern wird. Sie gehen auf jeden Fall in die nächste Runde. Wir nehmen jetzt diesmal die Brock, Rosa kommt, Just Ball. Also Shaved und hier Louis. Und der kann dann vielleicht gleich durchgehen. Nizza mit Spikes noch im Weg. Aber der macht nicht genug Damage. Der macht nicht genug Damage. Und Shave führt hier mit 1-0. Die rosa Burg-Kombi ist sehr, sehr stark in hier sieht. Jetzt wechseln sie die Lanes. Da kann Louis wenig machen gegen den Karl. Und auf einmal kann auch Rosa wenig in den Spike machen. Und Nick hat alle Zeit der Welt und macht hier den Ausgleich. Er steht 1-1 in diesem Match. Schönes Tor hier. Und das nächste Tor entscheidet. Die Rosa wird natürlich jetzt vom Spike extrem zurückgedrängt. Jetzt kommt das Gadget von der Rosa. Gut gedodged hier die Ult vom Spike. Aber die müssen jetzt versuchen, Druck aufzubauen. Die müssen versuchen, einen Kill zu machen. Die Rosa kommt da nicht dran. Bekommt viel, viel Damage. Der Karl ist auch low. Das trifft Louis gut hier gegen den Karl. Der Karl muss sich wieder hochhealen. Jetzt geht aber da der Spike richtig durch. Und jetzt geht der Spike zum Kill. Und jetzt ist auf einmal die rosa Leine und die ist dann und damit kann Nizza den Ball locker ins Tor schieben. Es steht 2-0. Das ist bis jetzt eine eindeutige Sache hier zwischen diesen beiden. Nizza und Nick spielen das sehr, sehr stark. Hauen die Comps raus. Die könnten natürlich jetzt eine M-Spenny-Comp spielen. Ich bin gespannt. Bis jetzt konnte hier das Team Shave noch nicht viel dagegen tun. Wir müssen schauen, dass sie jetzt wieder zurückkommen hier in dieses Spiel mit einer guten Kombi, mit einer guten Runde. Und Nizza Nick möchte natürlich jetzt das Ding nach Hause holen. Das wäre das zweite 3-0 in drei Spielen. Und ich glaube, einen Torschützenrekord sehen wir dann doch wahrscheinlich nicht, denn das war bis jetzt bei 5 Toren.
Soweit ich weiß, ich schaue mal ganz kurz nach. Genau, zwei haben 5 Tore bis jetzt. Die sind derzeit vorne mit KJ und mit Zimt. Die zwei sind also bis jetzt führender in der deutschen Liste mit jeweils 5 Toren. Und da müssten die eigentlich jetzt nochmal verlieren, Nizza und Nick, damit sie das auch noch hinbekommen. Aber die werden natürlich probieren, jetzt so schnell wie möglich hier dieses Game nach Hause zu holen und den Sieg mitzunehmen und damit die ersten Punkte aufs Konto zu bringen. Währenddessen sehe ich auch gerade, es wird trainiert für das Abendmatch, wird gerade trainiert hier. Das Team No Name trainiert gerade, sehe ich mit Moino. Wir trainieren gerade für heute Abend, denn wir sehen heute Abend ja noch ein Spiel zwischen 1-2-4 und No Name, das Top-Spiel des heutigen Tages. Und jetzt sehen wir hier genau, was wir gedacht haben, was ich schon gedacht habe. Die Ems, Benny gegen den Karl und den Spike. Und der Karl müsste halt mal treffen jetzt gegen die Ems. Spielt hier auch die andere Starbauer hier, nicht den Curveball, aber mit dem Kill. Das sieht gar nicht so schlecht aus derzeit für das Team Shave, die hier gut nach vorne kommen. Spielt natürlich Heal, schafft das leider nicht, aber jetzt versucht Louis hier alleine und schafft Louis das Tor zu schießen. Das sollte sich ausgehen. Nee, er schafft es nicht. Er vergisst abzudrücken und schafft es nicht, das Tor zu schießen. Bitter jetzt in diesem Fall für das Team Shaved und für Louis. Oh, er geht da aggressiv rein, er geht da sehr aggressiv rein. Ist noch am Leben, lebt immer noch. Jetzt geht er down, aber jetzt der Chance für Louis. Der schafft so in letzter Sekunde. Wieder versucht mit dem Gadget hier nochmal das Ganze zu retten von Nick. Aber diesmal schaffen sie es nicht und diesmal schaut es gut aus für das Team Shaved, die hier vielleicht zurückschlagen können. Das wäre natürlich ein episches Comeback jetzt hier, wenn die das die Runde gewinnen und dann noch zweimal gewinnen. Oh, aber jetzt gehen sie down und jetzt ist es der Ausgleich. Und Nizza macht das Tor. Der Karl wieder sehr aggressiv, der Karl geht zu aggressiv. Louis hier sehr aggressiv gegen Nizza. Nizza bekommt nochmal einen fetten Hit up hier von Shave. Der jetzt versucht, den Ball nur reinzulaufen. Nee, schafft er nicht. Und er versucht den Trickshot. Er will den Trickshot jetzt raushauen. Oh, hier zieht er nochmal hoch, aber das geht sich natürlich bei weitem nicht aus. Und jetzt, was macht hier Louis? Louis, was macht der? Kann er das? Ja, das sollte sich rausgehen. Ja, jetzt können sie ja nochmal abwehren. Nick jetzt alleine. Aber Louis ist low und den will er jetzt killen. Den killt er jetzt. Und jetzt versucht hier vielleicht Shave mit einer Einzelaktion da durchzulaufen, nee, geht sich auch nicht aus. Overtime. Wir gehen in die Verlängerung und jetzt Ult für Nick. Ult für Nick und die macht er. Und die macht er solide, meine Leute. Die macht er ganz, ganz solide. Nick mit seinem dritten Tor in dieser Championship und mit dem Siegestreffer hier im ersten Duell zwischen NN Gaming und Shaved. Gruppe D, also somit mit einem neuen Führenden mit NN Gaming, die hier 3-0 richtig, richtig stark reinstarten.